Dankeschön, Oscar Lafontaine. Mr. Farage, please come. Bitte nehmen Sie Platz, wollte ich sagen, aber man kann sich ja hier nicht hinsetzen. Please. Bitte. There's a lot we can disagree on. Also, meine Herren. Eigentlich sind Sie ja die beiden Wirtschaftsweisen, Gentlemen. Weil Sie beide schon vor langer Zeit gesagt haben, dass das so nicht funktionieren wird mit dem Euro, ein bisschen mit unterschiedlichen Argumenten. Was mich aber schon interessieren würde jetzt noch von Ihnen, Herr Lafontaine, Sie haben ja gehört, dass Herr Farage vorhin gesagt hat, dieses Europa so mit dieser Vormachtstellung auch von Deutschland, ich hoffe, ich zitiere Sie richtig, das wird kein Ort des Friedens mehr bleiben und hat da 70 Jahre sich zurückbewegt. Wie ist es bei Ihnen angekommen? Ja, das ist ja richtig. In diesem Punkt bin ich ja der gleichen Auffassung. Ich brauchte nur nach Griechenland zu fahren und dann erlebe ich, was die Menschen dort denken über die deutsche Politik. Und das, ich war jetzt gerade in Spanien, da höre ich das auch. Und die Menschen wollen natürlich nicht, dass Deutschland diktiert, was in Europa passiert. Deshalb habe ich ja den Fiskalvertrag, einen Knebelvertrag gegen Demokratie und Sozialstaat genannt. Und deshalb bin ich ein Gegner dieses Vertrages. Und ich begrüße es, dass die französische Präsidentschaft jetzt sich gegen die deutsche Politik stellt und sagt, wir können diesen Weg nicht weitergehen, denn sonst, da stimme ich zu, werden wir irgendwann ein Peripheriestaat, aber mehr und mehr kommt das ins Zentrum, Revolution haben. Denn wenn Sie aus Spanien kommen, dann haben Sie dasselbe wie in Griechenland. 50% der Jugendlichen sind arbeitslos. Da kann man doch nicht von einer demokratischen Ordnung sprechen. Das ist doch völlig unmöglich. Wenn die Jugend keine Zukunft hat, muss sie das System, das zu diesen Zuständen führt, in Frage stellen. Well, yeah, I think Oscar's just made the argument for devaluation. Ich glaube, Oscar hat gerade das eigentlich für die Entwertung gesprochen. Deshalb muss Griechenland entwerten. Nicht nur will dann der Tourismus über Nacht wieder bewilligt werden, es würden auch wieder ausländische Investoren ins Land kommen. Und Sie sagen ja auch, weil die Kosten des Imports wieder hochgehen, dann werden die Leute wieder produzieren und so weiter. Also ich denke, das ist absolut wichtig. Aber diese Frage der Demokratie, es scheint mir doch klar, dass Europa immer mehr von Deutschland dominiert wird. Aber es gibt noch ein größeres Problem mit dem europäischen Modell selbst, nämlich die europäische Regierung ist die Kommission. Die sind alle nicht gewählt. Es gibt keinen Mechanismus für die Wähler, sie wieder loszuwerden. Und sie haben das alleinige Recht, die Gesetzgebung zu schaffen. Sie können die Banken regulieren oder deregulieren. Und in Deutschland oder in Großbritannien ist es völlig egal, ob wir linke oder rechte Regierungen haben. Wir können nichts daran ausrichten, was die europäische Regierung macht. Und ist das nicht überhaupt das grundlegende Problem mit der EU, dass sie grundsätzlich undemokratisch ist? Das kann ich kurz machen. Die EU ist undemokratisch aufgebaut worden. Sie war von Anfang an ein Projekt der Eliten und der Regierungen. Und deshalb muss also, wenn Europa zu einer demokratischen Gesellschaft werden will, müssen die demokratischen Prinzipien Schritt für Schritt auf die europäische Ebene übertragen werden. Das heißt dann also auch, da sind Sie sich offenbar auch einig, dass dieser Vorschlag, den Bundeskanzlerin Angela Merkel jetzt gestern oder vorgestern gebracht hat, sie sagt, wir müssen nicht nur jetzt mit diesem Fiskalpakt, wir müssen auch politisch enger rücken. Es geht um Integration, es geht darum, die Haushalte zusammenzubringen. Sagen Sie, das ist falsch? Ja, das ist ja ein Problem. Auf den ersten Blick ist zum Beispiel die Wiedereinführung der Drachme, die ist sehr plausibel oder so. Nun muss man also sehen, was folgt daraus. Deshalb bin ich also nicht jemand, der sofort sagt, hurra, ich führe die Drachme wieder ein und dann haben wir den Stoßdämpfer, von dem ich gesprochen habe. Die griechische Wirtschaft wird also die Chance haben, wieder etwas mehr zu exportieren und so weiter. Was ist mit den Importen? Was ist mit den Nahrungsmitteln? Was ist mit der Energie? Was ist damit? Ich überblicke das nicht total, aber ich weiß dann eines, dass es bei der Drachme nicht bleiben wird. Es wird dann weitergehen. Was ist die Folge? Wir haben aber zurzeit eben noch, wenn man so will, ein Damoklesschwert über uns schweben. Das ist also der Bankencrash. Und solange der Bankencrash mit all den Folgen nicht bewältigt ist, solange würde ich solche Experimente überhaupt nicht andenken. Und deshalb sage ich, auf den ersten Blick kann man also solche Sachen machen. Aber wir haben uns mittlerweile so verwoben miteinander, dass wir von einem einzelnen Nationalstaat aus die Dinge nicht mehr in den Griff bekommen werden. Deshalb werden Sie festgestellt haben, dass meine Vorschläge alle auf europäischer Ebene angesetzt waren. Also ob Kreditvergabe oder Lohnkoordination oder was immer Sie wollen oder auch Steuersystem. Denn wenn ein einzelner Staat, glaube ich,
ist jetzt in einem System, aus dem er sich selbst durch eigene Leistung zumindest über kurze Jahresfrist sich nicht mehr befreien kann. Aber wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind und einfach das Fertigdenken, der 17. Juni wird zur Schicksalsfrage für Griechenland und damit auch für den Euroraum. Wäre es nicht ein Befreiungsschlag, wenn Griechenland sich gegen den Euro entscheiden würde? Aber damit ist ja nicht getan. Da muss ja die Frage beantwortet werden, wie wird die griechische Bevölkerung ernährt? Wie werden die Beamtengehälter bezahlt? Wie werden die Lehrer in Zukunft bezahlt? Wie wird das Gesundheitssystem finanziert? Ich kann das ja alles nicht übersehen. Ich saß ja mal lange Zeit in Regierung, du musst also solche Fragen beantworten. Und deshalb bedauere ich die griechischen Politiker derzeit, weil sie in einer Situation sind, wo es fast keinen Ausweg gibt, zumindest keinen kurzfristigen Ausweg. Und wenn man also Rezept A oder Rezept B mit Verve befürwortet, dann glaube ich, hat man eben nur eine Kette, eine kausale Kette aufgebaut. Das gilt für die, die jenes befürworten oder jenes befürworten. Man muss den Gesamtzusammenhang sehen. Und ich glaube daher, wenn man eben den Schuldendienst aussetzen würde und wenn man gleichzeitig eben dann langsam, was ja etwa die französische Politik will, über Investitionen versuchen würde, die griechische Wirtschaft langsam wieder etwas nach oben zu bringen, dann hätte man etwas Freiraum, um die Dinge zum Besseren zu wenden. Kurzfristig durch Knopfdruck ist nach meiner Überzeugung nicht so möglich. I'm sorry, this really isn't good enough, is it? Ja, aber das reicht ja wohl nicht, tut mir leid. Denn Sie sind ja Teil dieser schuldigen europäischen Mittelklasse, die jetzt dieses Konstrukt gebaut haben, von dem Leute wie ich von Anfang an gesagt haben, dass es schief geht. Was Sie eigentlich jetzt den Griechen sagen sollten, ist, dass es Ihnen leid tut, dass Sie ihnen dieses Elend zugefügt haben, dass Sie ihnen die Demokratie ausgetrieben haben und Sie jetzt von drei europäischen Demokraten regieren lassen, dann sprechen Sie von Demokratie in Europa. Das gibt es überhaupt nicht. Die einzige Ausrede, die Sie haben, ist, dass Sie jetzt, wenn Sie es jetzt ganz lassen, dass dann wirklich die ganz große Katastrophe kommt. Ich habe das schon gehört, aber vielleicht haben Sie gehört, dass in Island zwei Banken bankrott gingen. Da hatte man kurzfristig Inflation, aber dennoch ist in diesem Jahr das Wachstum in Island über 3%. Und genau das muss in Griechenland passieren. Ja, ich will nur klarstellen, ich habe diesen Euro so nicht konstruiert. Insofern habe ich immer hinter mich geblickt, wer da gemeint ist. Wir können ja durchaus jetzt Punkt für Punkt durchgehen. Wenn Sie also Bankengrechen Island ansprechen, ich war der Erste, der dafür plädiert hat, auch in Deutschland Banken zusammenbrechen zu lassen. Da gab es eine Bank, ich weiß nicht, wie weit das hier bekannt ist, die ist IKB. Ich saß als Einziger in dem zuständigen Gremium und habe gesagt, lass uns doch die Bank zusammenbrechen lassen, denn sonst setzen wir die Marktwirtschaft außer Kraft. Das war mir natürlich ein Vergnügen. Der Linke in diesem Gremium war der Einzige, der marktwirtschaftliche Prinzipien reklamierte. Alle anderen waren dagegen. Ja, es war so. Sie können das überprüfen, Sie können es nachlesen. Es wäre auch nicht passiert, weil diese Bank aufgrund ihres Volumens kein Problem war. Kritischer war es schon bei der HRE, die ist also vielleicht besser bekannt vom Namen. Da gingen die Volumen weit über 100 Milliarden. Aber auch dort hat zum Beispiel ein Liberaler wie Lambsdorff, der mittlerweile verstorben ist, auch den Crash befürwortet, eben die Insolvenz befürwortet. Aber wenn das dann immer weiter sich dreht, dann sind wir in einer Situation, wo jetzt nochmal eine kurzfristige Lösung, die ich bei Ihnen so manchmal raushöre oder oft raushöre, nach meiner Auffassung einfach technisch überhaupt nicht funktioniert. Was ist mit Griechenland? Ich möchte es von Ihnen auch noch konkret wissen. Soll Griechenland raus? Am 17. For the sake of the people of Greece, für die Menschen in Griechenland, für die Demokratie, müssen wir wirklich mit dem müssen wir das jetzt stoppen, was sonst zu einer gewalttätigen Revolution führt. Sie sollten aus dem Euro rausgehen, aus der Eurozone. Ja, ich weiß, die französischen, deutschen und britischen Banken werden da auf jeden Fall einen Schlag erleiden. Und auch in Großbritannien werden viele dieser Schulden... Dass es einen Dominoeffekt gibt, Griechenland, Spanien, Italien... Diese Länder hätten eigentlich nie dem Euro beitreten sollen. Griechenland ist natürlich das Extrembeispiel. Ich glaube, es wird einen Dominoeffekt geben. Wir werden wahrscheinlich am Schluss eine deutsche Marktzone haben werden oder eine deutsch-dominierte Eurozone in Nordeuropa. Und die südeuropäischen Länder werden dann nicht mehr Teil des Euros sein. Und ich glaube, in diesem Sommer wird dieser Zusammenbruch beginnen. Und meiner Meinung nach, je schneller, desto besser. Wenn ich das ja an den Punkt bringen will,
alle Länder hätten unter diesen Bedingungen dem Eurosystem nicht beitreten dürfen, weil es unter diesen Bedingungen nicht funktionieren konnte. Ich habe ja eins, was jeder begreifen kann. Wenn ich also keine Stoßdämpfer im Auto habe, dann fährt sich damit schlecht. Wenn ich noch die Bremsen ausbaue, das meine ich jetzt eben die Deregulierung der Finanzmärkte, dann wird das in jedem Fall einen Unfall geben. Dann sollte ich überhaupt niemand reinsetzen in das Auto. Das möchte ich jetzt mal im Bild, also ein Gegenpol nennen. Und deshalb, wenn Griechenland austritt, also wenn Griechenland die europäische Währung aufgibt, dann wird notwendigerweise eine Kettenreaktion einsetzen, deren Verlauf ich nicht vorauszusagen mag, weil ich nicht weiß, was da oder dort passiert. Aber es wird eine Kettenreaktion einsetzen. Und deshalb sage ich, man muss versuchen, eine Kettenreaktion zu vermeiden. Ich habe meine Vorschläge dazu gemacht. Diese Vorschläge sind natürlich nicht mehrheitsfähig derzeit in der Europäischen Gemeinschaft, aber sie sind eben an einer Stelle, habe ich von Ihnen nichts gehört, aber vielleicht können Sie sich ja mal äußern. Einen Moment, darf ich einen Satz sagen? Nur einen einzigen Satz noch, weil ich nichts gehört habe. Solange die Finanzmärkte, wenn man so will, die Politik bestimmen, funktioniert überhaupt nichts. Nichts funktioniert mehr. Let's just kill this myth. Jetzt wollen wir einfach mal diesen Mythos der Finanzmärkte hier abschaffen. Es geht ja jetzt hier nicht nur um den Bankensektor, es geht ja um die Währungen, es geht um die Konsumgüter, es geht um Pensionsfonds, es geht um riesige Branchen und der Bankensektor ist natürlich. Teil davon. Seit wir den Binnenmarkt geschaffen haben, 1989, haben wir eine wahnsinnige Menge an Regulationen, Gesetze auf die Finanzmärkte losgelassen. Und wir haben vernünftige Kapitalkontrollen über die Banken abgeschafft. Wir haben jetzt die wieder von Präsident Clinton wieder zurückbekommen. Aber Sie sollten nicht glauben, dass unsere Finanzmärkte nicht stark reguliert werden. Sie werden überstark reguliert. Und das ist der Grund, warum die meisten meiner Freunde aus der City heute in Genf oder Zürich leben. Und Sie wahrscheinlich sitzen die hier in der ersten Reihe. Und wir sollten also deshalb nicht sagen, wenn wir über die Finanzmärkte sprechen, dann geht es nicht nur um die Banken. Ihr Plan würde dazu führen, dass alles Equity Trading, Pensionsfonds aus der EU fliehen würden. Sie sagen also, das ist schon überreguliert und Sie sagen, es ist zu wenig. Ich komme ja aus Großbritannien, wir haben einen großen Finanzsektor und wir sehen jetzt wirklich einen Exodus, teilweise in die Schweiz, teilweise in den Mittleren Osten, nach Singapur. Also, da kann ich nur sagen, wir lebten in verschiedenen Welten in den letzten Jahren. Denn ich habe in einer Welt gelebt, in der die Finanzmärkte dereguliert worden sind in großem Umfang. Und ich glaube auch an der Stelle, dass die Staatschefs, die also das erkannt haben, die weltweiten Staatschefs nicht so blöd sind, dass sie völlig einer Fehlmeldung, einer Ente aufgesessen sind. Wir haben die Finanzmärkte schrecklich dereguliert und wir sind jetzt konfrontiert mit den Folgen. Also es ist ein fundamentaler Irrtum, wenn Sie meinen, die Finanzmärkte seien nicht dereguliert. Deregulierung war die Kampfformel der Politik der letzten zwei Jahrzehnte und Sie sagen, es sei nichts passiert. Unfähig sind die Politiker jetzt auch. Machen wir hier einen Punkt, weil diese zwei Meinungen, die kriegen wir jetzt nicht irgendwie zusammen. Lassen Sie uns hier einen Punkt machen. Lassen Sie mich lieber fragen, wer ist überhaupt fähig? Wem trauen Sie zu, Europa aus der Krise zu führen? Weil wir können hier lange reden. Wer wird Europa aus der Krise führen? Ich denke, die Märkte. Die Märkte sind es. Sie haben ja Pakete für Griechenland, für Irland und so weiter, für Portugal zusammengesetzt. Aber jetzt sehen wir ja auch noch Spanien und vielleicht auch Italien irgendwann. Was jetzt hier passiert ist, dass das wirtschaftliche Problem größer ist als die EU selbst. Und ich denke deshalb, dass die Märkte das Ganze zum Zusammenbrechen bringen werden. Dann wird alles ziemlich düster aussehen in ein paar Wochen und dann werden wir sagen, Gott sei Dank, dass das vorbei ist. Ja, das ist auch gut, dass wir einen fundamentalen Unterschied haben. Meine tiefe Überzeugung ist, dass Märkte, die nicht in ein Regelwerk eingebunden sind, dass sie überhaupt nicht funktionieren können. Und der Finanzsektor ist der beste Beispiel dafür. Wenn man also sieht, was im Finanzsektor passiert und behauptet, die Märkte würden funktionieren, dann lebt man in einer anderen Welt. Ja, aber wir tun auch so, als wären die Märkte irgendwie sowas, ich weiß nicht, ungreifbar. Letztlich sind da auch wieder Menschen dahinter und Strukturen. Wer sind denn die Märkte?
Wer ist es? The markets are flows of money. Naja, die Märkte sind Geldflüsse, das sind Risikoeinschätzungen. Darum geht es ja bei diesen Bondspreads. Das heißt, die Leute fühlen sich sicherer, wenn ihr Geld in deutschen Anleihen angelegt ist, als wenn es in italienischen oder spanischen Staatsanleihen angelegt ist. So funktionieren die Märkte nun mal. Ich weiß, manche denken auch, dass wir vielleicht die Finanzmärkte ganz abschaffen sollten und dann das einer zentralen Regierung übertragen sollten. Aber wir haben ja bei den Kommunisten gesehen, dass das auch nicht besonders gut funktioniert. Sie haben ja gesehen, was da passiert ist. Aber das Problem ist jetzt wirklich größer als die EU selbst. Und die einzige Möglichkeit, wie wir da, dass wir Italien oder Spanien herausholen können, ist mit IMF-Unterstützung. Und ich denke, da brauchen wir einfach deshalb hier diese Möglichkeiten. Ja, ich kann Ihnen nur noch mal sagen, Märkte brauchen Regelwerke und Märkte ohne Regelwerke funktionieren nicht und insbesondere beim Finanzsektor ist das zu sehen. Es ist richtig, dass der Kommunismus nicht funktioniert hat, darüber haben wir nicht zu diskutieren, aber wir sehen jetzt, dass der Schuldensozialismus, der also von vielen konservativen Regierungen durchgesetzt worden ist und konservativen Mehrheiten, dass er überhaupt nicht funktionieren wird, weil er wird Europa in die Insolvenz treiben. Das ist meine Prognose. Ich habe schon oft Langfristprognosen gegeben, das war bei der Deutschen Einheit, bei den Finanzmärkten und beim Euro. Ich gebe nochmal eine Prognose, wird das jetzt fortgesetzt, treibt der Gesamteuropa in die Insolvenz. Wie viel Zeit haben Sie? Ich bin also ein wirklich fundamentaler Gegner des Schuldensozialismus. Wie viel Zeit hat Europa? Das kann niemand sagen. Von Cameron kommt zu. Wenn Sie mal mit Daten koordinieren mussten, also etwa bei technischen Prozessen, können Sie nicht sagen, wie viel Zeit Europa hat. Sie müssen so viele Daten im Kopf koordinieren, das kann niemand. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass, egal was Oskar oder ich selbst denken, wir werden uns ja wohl nicht einigen. Wir haben ja offensichtlich in unterschiedlichen Welten gelebt. Aber worum es doch eigentlich geht, ist, dass das alles entweder von freien und fairen Volksabstimmungen eigentlich entschieden werden muss. Und deshalb brauchen wir eine Einheitlichkeit, wenn die Franzosen oder die Niederländer das abgelehnt hätten. Die Deutschen und die Briten haben dann nicht mal abgestimmt und sie haben das einfach umbenannt als in den Lissabonner Vertrag und haben dann wieder die gleichen Regelwerke eingesetzt. Das heißt, diese ganze Demokratie, dieses ganze System hat überhaupt keine Legitimität. Jetzt haben wir wieder eine Gemeinsamkeit. Natürlich hätte man diesen Vertrag der Volksabstimmung unterwerfen müssen, das habe ich immer wieder gefordert und es war wirklich, wenn man so will, unkorrekt oder wenn man ein fauler Trick, den Verfassungsvertrag nicht in Volksabstimmung oder als er gescheitert ist in drei Staaten, einfach das Ganze umzuformulieren und dann nur durch die Regierung beschließen zu lassen. So kann man Europa nicht bauen. In diesem Punkt haben wir eine Gemeinsamkeit. Man sieht also auch bei fundamentalen Unterschieden gibt es Gemeinsamkeit. Da möchte ich eigentlich hier einen Punkt machen und so enden, damit wir nicht in der Hoffnungslosigkeit versinken. Ich bedanke mich ganz herzlich, Herr Lafontaine. One question. Eine sehr private Frage. Ja, jetzt habe ich noch eine ganz private Frage. Ich hoffe, Sie sind bereit. Sie sind also mit einer Deutschen verheiratet. Und sind Sie glücklich mit ihr? Das sollten Sie vielleicht Sie fragen. Thank you very much. Gut, vielen Dank. Dankeschön, Oskar Lafontaine.